Nebenan ist ein Roman über einige Menschen am Nord-Ostsee-Kanal und über die Brüche in diesem sozialen Miteinander. Es geht um zwei Frauen, Astrid und Julia. Und durch einige unheimliche Ereignisse bekommen diese beiden Frauen einen frischen, einen genaueren Blick auf ihr Miteinander. Außerdem geht es um die Bedeutung des Zuhauses, welche Ideale und Ängste, Irrtümer und auch Täuschungen mit dem Ort verbunden sein können. Meine Idee ist über Jahre gewachsen. Also die Figuren begleiten mich immer ziemlich lange mit ihren Wünschen und Widersprüchen. Und eine große Rolle spielte für mich das Unheimliche. Also schaurige Kippmomente im Alltag. Ich würde sagen, als Widerstand gegen teils sehr nostalgische und oft auch für politische oder kommerzielle Zwecke genutzte Sehnsüchte nach einer Welt oder einem Leben ohne Brüche. Ich war zu Hause, als ich von der Nominierung erfahren habe. Mein Telefon hat geklingelt, ich bin rangegangen, mein Verlag war dran. Und dann habe ich mich erstmal für eine Weile sehr still gefreut. Ein Containerschiff schiebt sich langsam hinter den Baumkronen und dem Dach der Nachbarn vorbei. Anfangs, als sie erst wenige Tage hier wohnte, war es für sie ein unwirklicher Anblick, den Kanal und das Ufer nicht sehen zu können, selbst von hier oben aus dem Schlafzimmer nicht, aber eine Schiffsbrücke und die geladenen Container. Stapel bunter Kästen, die gemächlich wie von allein hinter den Dächern und Bäumen entlang glitten. Im Wochenblatt, das sie manchmal überfliegt, hat sie gelesen, die Leute haben hier früher in der Dämmerung weiße Schiffe durch die Wiesen und Moore schweben sehen, lange bevor der Kanal gebaut und eröffnet wurde. Daran muss sie denken, wenn ein Frachter wie von allein durch die Landschaft fährt. Sie bleibt am Fenster, bis die bunten Stapel nicht mehr zu sehen sind. Da entdeckt sie den Jungen. Er steht in der kleinen Sackgasse am Zaun der Nachbarn und scheint auf jemanden zu warten.